Preise für Autos fallen nicht in Russland. Trotz Corona-Krise und einem erheblichen Rückgang der Verkäufe von Pkw fallen die Preise nicht. Die Statistik besagt für den Zeitraum der letzten 12 Monate einen bemerkenswerten Preisanstieg. Der durchschnittliche Preis für einen Neuwagen beträgt gegenwärtig in Russland 1,6 Millionen Rubel. Handelt es sich um ein ausländisches Modell, so beträgt der Durchschnittspreis 1,9 Millionen Rubel. Für ein Modell aus vaterländischer Produktion beträgt der Durchschnittspreis 698.000 Rubel. Somit wuchs der Durchschnittspreis in den letzten 12 Monaten um 9,7%. Eine Analyse der Verkaufsangebote für Gebrauchtwagen auf dem Portal Avito zeigt, dass die Preise hier bereits wieder das Niveau vor Corona-Krise erreicht haben. Das heißt, die Preise für populäre Modelle sind um 14-30% gestiegen. Die Verkäufe von Neuwagen sind gegenwärtig stark rückläufig. Die Jahre 2017 und 2018 zeigten wieder einen Zuwachs. Das Jahr 2019 brachte dann einen Rückgang um rund 5%. Die Zahlen für das aktuelle Jahr zeigen einen sehr starken Rückgang. Im April 2020 wurden nur rund 39.000 Fahrzeuge verkauft, während im April 2019 noch rund 148.000 Fahrzeuge einen neuen Besitzer fanden.